Herr Dr. Frank, Sie sind seit 20 Jahren niedergelassener Arzt mit eigener Praxis. Was ist so schlecht an unserer Medizin? Ja, das Problem ist einfach das, dass ich meinen Patienten immer öfters Therapien empfehlen muss. Therapien, die von Lehrbüchern, der Lehrmeinung, den Leitlinien empfohlen werden, die aber nicht wirklich die wissenschaftliche Erkenntnislage wiedergeben und schlichtweg falsch sind. Alle sprechen vom mündigen Patienten und Sie sagen, die Patienten werden systematisch desinformiert. Was läuft da falsch? Der mündige Patient in einer Marktwirtschaft ist natürlich auch vor allen Dingen Kunde. Das ist nicht immer schlimm, weil eine Marktwirtschaft ist ja nun mal kein schlechtes System. Ich muss nur einfach wissen, dass nicht alles, was ich erfahre, eben auch auf meine Gesundheit zielt, sondern eben mich als Kunde gewinnen will. Und wir Ärzte sind uns da häufig nicht bewusst, dass wir uns in dieses System viel zu stark einbinden lassen und im Endeffekt Informationen rausgeben an die Patienten, die gar keine Informationen sind, sondern pure Propaganda. Wie können wir uns also gegen schlechte Medizin wehren? Es ist natürlich für den Patienten sehr schwierig. Zum einen, auch wenn er tatsächlich schwer erkrankt ist, möchte er einfach vertrauen, er möchte Hilfe haben und nicht sich mit Statistik herumschlagen. Das ist nur zu verständlich. Aber ich glaube einfach, wenn das Buch dazu führt, dass man selbst ein Gespür dafür bekommt, dass nicht alles, was empfohlen wird in der Medizin, gut ist, dass nicht der Grundsatz viel hilft, viel der bessere ist, sondern dass ich unter Umständen bei einem Arzt, der sorgfältig informiert, der Risiken auch klar benennt und vielleicht auch zu dem Schluss kommt, dass die Therapie oder die Diagnostik doch nicht notwendig oder sinnvoll ist, besser aufgehoben bin als bei demjenigen, der einfach nur zu viel ohne Erklärung verschreibt.